So, läuft alles? Läuft. Nice, okay. Hier liegen die Firone-Sümpfe. Kann man hier den Pilz... Oh! Kann ich mir den... Aber warum kann ich mir den Pilz nicht merken? Finde ich jetzt frech. Finde ich frech. Wieso darf ich mir den Pilz nicht merken? Erstmal wieder reinkommen hier. Das ist einer, der wirft. Ja, okay, aber geht trotzdem ganz gut. Die brauchen immer nur lange zum Angreifen. Das sind ja süße Statuen. Dekus, oder? Sollen das Dekus sein? Könnte auch eine Mischung aus Deku und Octorok sein, aber es sah eher wie ein Deku aus. Hier scheinen überall Risse zu sein. Sollen wir uns erstmal bei dem Großen umsehen? Ich darf mir den Pilz nicht merken, finde ich frech. Moment, ich rufe mal hier einen besseren Dude. Der Feuermagier war immer gut. Oh shit, warte mal, der Feuermagier macht bei dem wahrscheinlich gar nichts, weil der aus Wasser ist. Sehr gut. Ich wollte gerade sagen, den blauen Frosch habe ich glaube ich noch nicht. Ich habe einen orangenen Frosch, aber keinen blauen. Dubio. Die sterben nicht durch Eis. Ah, doch. Wenn man oft genug haut, dann passiert da was. Oh, viele neue Gegner. Da, Dekus. Kann man mit euch reden? Oh. Aber ich konnte gerade mit dir... Ah, warte mal, ich weiß warum. Deswegen? Du siehst mir aber nicht wie ein Deku aus. Du kommst wohl vom Land, weit ab von Nabel der Welt. Wenn ich was erklären soll, sag Bescheid. Was sind Dekus? Coole Typen, die den Ton angeben und sich nichts gefallen lassen. Und darüber hinaus sind verdammt niedlich. Ist schon fast unverschämt, wie toll wir sind. Der Kerl neben mir hat sich im Boden eingegraben wie ein Prolet. Wenn du unbedingt mit ihm sprechen willst, musst du ihn erst pflücken. Okay. Er macht einen auf Pikmin, ja? Pflücken. Du hast mich gepflückt? Dass du mich gepflückt hast, bedeutet wohl, dass du mir ein paar unangenehme Fragen stellen möchtest. Froschmonster, Elektromonster, die neuesten Trends. Vor kurzem ist in den Fironensümpfen ein schwarzes, stacheliges Gewobbel von enormer Größe aufgetaucht. Danach haben wir Zuckerwatte bekommen, nach der alle Dekus verrückt sind. Leckerbude. Oh Gott, der Riss hat Drogen in die Deko-Landschaft gebracht anscheinend. Kann man darauf springen? Was machen die? Geil, dass die alle One-Hit sind. Also die Frösche, die Dubios nicht. Die frieren ein und es passiert nichts. Das ist, glaube ich, der richtige Weg, den ich hier gehe. Ah ja. Da kommen wir wahrscheinlich in ein Dekudorf oder so. Laubhausen. Gebiet ist riesig hier. Musi-Shop oder was? Ah. Zuckerwatte, keiner will die Smoothies mehr. Ha. Okay. Ich dachte, vielleicht gibt er mir ein Rezept. Aber nein, macht er nicht.
Ist das die Zuckerwatte? Lecker, lecker. Okay, ja. Spinnen? Das sind Spinnenweben, die essen. Erst habe ich die Nase gerümpft. Immerhin kommt diese Substanz aus dem Hinterteil eines Monsters. Als in der Leckerbude dieses schwarze, stachelige Gewobbel aufgetaucht ist, waren wir erstmal alle entsetzt. Aber die große Spinne, die dort rauskocht, stellte diesen unglaublich leckeren Faden für uns her. Die essen Fäden einer Monsterspinne. Sie haben ganz verklebte Mundwinkel. Du wirst das Zeug nicht probieren, oder Zelda? Link, sorry. Jetzt stellt sich mir die Frage, hat in Real Life schon mal jemand Spinnenweben probiert zu essen? War das schon mal Thema? Es muss da einen Zusammenhang geben, irgendeine Verbindung. Deine Kleidung und dein verwirrter Blick, ja, man sieht es dir drei Meilen gegen den Wind schon an. Du bist ein Landei, frisch aus der Schale gepellt. Kennst du Regen? Sagt dir das was? Bei einer wie dir muss man ja fragen. Hier in den Firone-Sümpfen scheint nämlich nicht immer nur die Sonne. Manchmal fehlt Wasser vom Himmel, der sogenannte Regen. In letzter Zeit ist mir etwas aufgefallen. Man hört immer erst einen seltsamen Gesang, bevor es dann anfängt zu regnen. Doch das stimmt, ich bilde es mir nicht bloß ein. Und es wird Zeit, dass mal jemand der Sache auf den Grund geht. Du willst den Frosch sehen, der Regen machen kann. Und das ist... Ja, okay. Ja. Warte. Das wird ja der sein. Das ist der Gesang, den ich meinte, kein Zweifel. Sehr gut. Gut, war jetzt keine aufwendige Quest, aber dafür nur einen Apfel zu bekommen, ist schon ein bisschen enttäuschend. Sagen wir, wie es ist. Was geht hier ab? Das ist der Deko-Knast. Natürlich lassen wir da nicht jeden dahergelaufenen Besucher rein. Okay. Aber wir kommen rein, wetten? Natürlich kommen wir in den Deko-Knast. Ziemlich sicher sogar. Wie sollen wir sonst in den Knast kommen? Als ob die uns da einfach reinlassen. Oh, warte. Ich wollte nicht den Frosch. Gib mal den Fisch. Piranha. So, und die Pflanze auch, oder? Ich glaube, ich hole mal den Feuerdude, der macht die, glaube ich, mehr. Mach sie fertig. Danke. Riesengoponga-Blume. Das ist ein Gegner. Hab ich gesehen. 5 Meter gegen den Wind gerochen. Sehr gut. Da war noch ein Gegner. Ignoriere ich jetzt aber einfach. Oh, er ist auch da. Elektrogurkenmensch. Aber auch sagt nicht ohne Kondom. Man weiß es nicht. Danke. Was macht mein Zauberer da? Ich rufe 9, der kann nichts. Danke. So, jetzt den Vogel. Danke.
zwei Hits brauchen, ist ein bisschen nervig. Schwarmra. Und ist auch ein bisschen Mobbing, dass ich die Gegner festhalte, damit sie getroffen werden. Viele neue Gegner hier, das gefällt mir. Oha. Ein neues Motili. Komm her. Oh, zwei Hits brauchst du. Also drei Hits. Mothula Level 2, sehr gut. Ja, wir müssen die Frösche killen, genau, damit es aufhört zu regnen. Das Ding ist, ach so, wenn ich es anvisiere, schießt er da drauf. So ist gut, so, schieß mal da drauf. Oha. Das erinnert mich an diese Tempelregion in Breath of the Wild, wo man dann auch so viele Ruinen hatte und dann immer die ganzen Rätsel dazwischen hatte. Wie gesagt, aber die Belohnung, da muss das Spiel nur dran arbeiten, ey. Die Belohnungen für die Sachen sind echt RIP. Sind jetzt keine Sachen, wo man sich freut halt, ne? Wo du denkst, geil, dass ich das gemacht habe. Kannst halt genauso gut drauf verzichten. Oha. Ein Elektromagier. Oh, was? Schade. Danke. Ach komm. Danke. Ach, die zu bekämpfen. Ich will die Energie nicht verschwenden dafür. Elektropyromagus. So. Damit können wir dann noch die Wassergegner besiegen. Das ist schon mal nice. Moment, was mache ich? Brauche ich ja eigentlich nicht. Ah nein, ich wollte nicht raus. Aha. Ich kann die einfach runterwerfen. Mann, ich wollte ihn rausziehen, aber also, that's what she he said. So. So. Ja, dafür nehmen wir den Magier. Den schmeiß mal runter. Den halten wir fest. Ja. Sehr schön. Und weg. Wie kommen wir
So, jetzt habe ich natürlich keinen Leuchtepilz hier mehr, der mir Licht gibt. So, wir wollen darüber. Das heißt, Bettchenzeit. Zack. So, dann haben wir schon mal das. Und dann gehen wir noch aus der anderen Tür wieder raus. Ich meine, da war eine Tür. Da ist auch eine Tür. Oh, wait. Oh, neuer Gegner. Nee, schieß mal dahin. Da. Danke. Hast so abschießen lassen, dass er runterfällt. Das wäre dumm gewesen. Goma, Baby. Oh, Goma. Ah, dann wissen wir den Boss ja schon. Alles klar. Dann ist ja schon klar, welcher Boss hier chillt. Also nicht hier, sondern wahrscheinlich ist Goma das Vieh, was die Zuckerwatte herstellt. Schieß. So. Das ist eine Belohnung, die nimmt man gerne. 50 Rubine. Immer wieder gern. Das darf ich hier nicht runterfallen. Weil ich keine Leuchtepilze mehr habe. Also, hier stehen. So, was haben wir denn hier? Nice. Na, ja, da kämpfe ich. Da kämpfe ich mit. Das ist mir zu heiß. Aber wenn ich jetzt hier den Elektrozauberer rufe, kann man die wahrscheinlich gut auch im Wasser hitten. Bin ich hier? Schadet ja auf jeden Fall nicht, einmal das Gebiet hier zu durchforsten. Um... heben? Ach so, ihn, den Zauberer. Um halt hier sowas zu haben. Schnellreisepunkte. Ich liebe dieses Master-Schwert-Upgrade, dass wir schießen können damit. Das ist großartig. Warum macht das nicht wenig Damage? In der Link to the Past war der Sword Beam ja scheiße. Aber hier ist der ganz gut. Stempel. Gespannt, ob wir noch einen Zettel kriegen. Ja. Belohnung wieder Arsch. Noch eine. Aber das ist die letzte anscheinend. Finale. Okay. Also 5 Stempelorte gibt's noch.
bin ja gespannt, ob ich die finde. Ich will ja eigentlich die 100% haben. Ich hoffe, die schaffen wir heute auch. Sie kommt einfach nicht. Das schwarze stachelige Gewobbel. Hier gibt es das zwar auch, aber das bei der Leckerbude im Norden ist viel größer. Kann ich hier rein? Nee. Bisschen doof. Das ist eindeutig ein Riss, wo ich später auch rein muss. Aber ich darf noch nicht rein, weil ich die Story noch nicht weitergemacht habe. Ja, dass es nicht schwierig ist, weiß ich. Mit den 100%. Kommt halt drauf an, wie viel es ist noch. Also ich habe schon viel gemacht, aber kommt halt drauf an, wie viel es ist heute. Und ob ich das dann heute auch schaffe. Von der Masse. Nicht von der Schwierigkeit, sondern von der Masse. Das ist die letzte Region und dann fehlt nur noch der Dekobaum. Also ich weiß, dass hier einen Dekobaum gibt. Aber ich habe nicht alle Regionen zu 100%. Also ziemlich sicher, dass ich nicht alles habe in den Regionen. Amos. Cool, dass ihr auch hier seid. Typischer Link to the Past Gegner eigentlich. Ja, klar, ja, weiß ich. Aber zeigt mir ja nicht, wo noch was liegt. Es ist cool, dass ich weiß, wo ich was gesammelt habe. Also kann man sich dann im Internet eine Map rausholen und gucken, was einem fehlt, theoretisch. Oh, das ist aber nicht nett. Warte mal. So intended vom Spiel? Ich weiß es nicht. Bombenfisch. Wo? Da. Einfach, damit wir hier Sauerstoff haben. So. Hi, Exalfos. Ich liebe den Sword Beam. Er ist großartig. Ich liebe, liebe, liebe ihn. So. Runter. Ah, lustig. Hier regnet so, das heißt, es sind wieder irgendwo Frösche. Wo bin ich denn jetzt? Ah. Was bist du denn, Süßes?
Moment, Feuer macht, ah, weil es regnet. Okay, warte. Andererseits, der Exalfoss hat ja auch. Warte mal. Der Exalfoss hat auch der Mensch gekriegt. Oder sind das einfach Wasserslimes irgendwie? So. Ach, Feuer! Deswegen. Ihr seid Feuerdingsies. Aber wenn es geregnet hat, wart ihr aus. Ah, das ist cool. Funny auch, ein bisschen. Kannst du hier da drauf schießen? Da drauf? Da? Da? Ich hoffe, das Feuer zündet das Ding jetzt an hier. Ja, sehr gut. Au. Immer diese Äpfelbelohnung. So viele Smoothies kann ich gar nicht machen, bis... Bis ich davon keine mehr habe. Da war ich. Hier? Glaube ja. Die Gegner sind gerespawnt. Hier war ich auf jeden Fall. Da ganz links, das ist hier so ein Weg anscheinend. Das gehört nicht zum Gebiet. Ja, dann gehen wir zum großen Riss. Tag, darf ich rein? Der ist groß. Im Inneren dieses Gebäudes scheint sich ein Riss aufgetan zu haben. Ich sehe mal nach, ob ich dort einen Zugang öffnen kann. Solange die Tür verschlossen ist, kommst du nicht rein. Oh, Captain Obvious ist am Start. Was lugerst du hier rum? Egal wie unauffällig du dich anschleichst, in die Leckerbude kommst du nicht rein. Leckerbude? Du fällst bei Nennung dieses Namens nicht vor lauter Begeisterung um, dann musst du wohl weit weg unterm Stein wohnen. Ich verrate dir, was hier los ist. Die Leckerbude ist ein Restaurant. Mit Mitgliedskarte. Okay, ich komme nur mit Karte rein. Meinst du, wir finden irgendwo so eine Mitgliedskarte? Ja. Ich weiß es nicht. Oh. Nein, es regnet. Wo ist der Frosch? Ach, ich habe keine AP voll. Ist der Frosch tot? Okay. Oh. Sorry. Ach, weil der im Wasser steht. Ich hasse es. Ach, lassen wir die leben. Viel zu stressig, die jetzt zu besiegen. Wo war ich denn hier noch nicht? Da, bei ihm war ich noch nicht. Oh, was seid ihr denn? Kurana. Ah.
Oh Gott, ist der nervig. Wer bist du? Aus welchem Schleimspuk. In welchen Zeldas kamen die vor? Kamen die in der Link to the Past vor? Aber die meisten Gegner sind ja aus Link to, obwohl Exalfos, ne? Exalfos nicht so. Strüppi meinte, er hätte seine Mitgliedskarte gekriegt, aber er hätte hier seine Mitgliedskarte gekriegt, aber hier ist doch überhaupt niemand. War das alles nur Quatsch mit Soße? Soße. Sagt die Soße oder Soße, Chat? Okay. Hat Strüppi mich verhohnepiepelt? Ach du Scheiße, wie sagt das denn? Okay. It's a trap. Sag ich doch. Okay, jetzt weil ich die Trap kenne. Geh doch kaputt. Okay, die fallen dann nicht mal runter, ist das Problem. Okay. Das tut ihm nicht weh. Aha, okay. Lass mich rein. Danke. Zauber doch schneller! Alter. Moment, die gehen nicht kaputt. Reparieren die sich irgendwann wieder? Ist ja nervig. Danke. Warte mal. Ah. Dann kann ich die bewegen anscheinend. Oh, wie viele Äpfel wird das Spiel noch geben? Au. Auto-Aim ist da. Seid nervig. Ich will doch nur da hoch. Aus dem Weg, Zauberer. So. Und was kriege ich am Ende? Einen Apfel? Oder lohnt sich das wenigstens? Oh Gott.
kann ihn nicht grabben. Frechheit. Aber ist gut, solange du dich auf mich konzentrierst, bist du kein Problem. Schattengarde Level 3. Drehpanzer. Endlich mal eine Belohnung, die sich lohnt.